Man wird ja auch nicht sagen, dass etwa jemand, nur weil er 52 ist, einem Jüngeren den Arbeitsplatz wegnimmt. Findest du das eigentlich in Ordnung, dass in großen Konzernen und Firmen die Seniorchefs schon 70 plus sind und damit den Jüngeren den Arbeitsplatz wegnehmen? Es ist natürlich so, dass wir zufälligerweise eben aus politischen und ökonomischen und so weiter Gründen irgendwie so eine Reißleine ziehen und sagen, mit 68 oder vielleicht mit 70 sollte Schluss sein oder ist eben auch Schluss. Und natürlich ist es so, dass mehr ältere Menschen in Deutschland arbeiten. Man wird ja auch nicht sagen, dass etwa jemand, nur weil er 52 ist, einem Jüngeren den Arbeitsplatz wegnimmt. Insofern ist das, glaube ich, erstmal okay. Die Studie hat auch gesagt, dass vor allem die Besserverdienenden und die Gutausgebildeten auf ihren Plätzen sitzen bleiben. Und ne, wo bleibt da die Gerechtigkeit für die jungen Leute, die in die Betriebe streben wollen? Ja, ich glaube, es gibt zwei Probleme, wo man eine Gerechtigkeitsfrage stellen könnte. Wie verändert sich, wie dynamisch der Arbeitsmarkt, sodass die Jungen eine Chance haben? Das ist immer und ein sehr allgemeines Problem. Und die andere Frage ist natürlich, dass es diese Form von Ungerechtigkeit gibt, dass gerade die besonders gut Ausgebildeten, die besonders gute Netzwerke haben, weiterarbeiten können, während andere mit 68 nach vielleicht zu wenigen Jahren in die Rente geschickt werden und an der Grenze der Altersarmut sitzen und es gar keinen Job finden können, den sie noch ausüben können. Aber findest du es in Ordnung, wenn der Professor noch mit seinem goldenen ein Promotionsstudium an der Uni sitzt, seinen Tisch hat und die Studierenden unterrichtet, ne? Naja, an den besten Universitäten dieser Welt, den US-amerikanischen Universitäten, gibt es kein Rentenalter. Dort kann man als Professor so lange arbeiten, bis man entweder freiwillig geht oder seinen Beruf nicht mehr ausüben kann, weil man dement ist oder stirbt. Das heißt, es ist sogar eine Besonderheit des deutschen oder französischen Systems zum Beispiel und eigentlich auch eine Schwäche, dass Professoren überhaupt in den Ruhestand geschickt werden. Das ist eigentlich problematisch, weil, nehmen wir mein Fach in der Philosophie, ist man häufig noch mal besonders gut, wenn man, sagen wir mal, 75 ist oder selbst 80. Man denke nur an den Typus des Alterswerks oder des alternden Philosophen. Das heißt, wir arbeiten alle bis 80. Tolle Aussichten. Nein, nicht alle. Man bräuchte ein variableres System. Ja, also wenn man die Gerechtigkeit mit dem Pensionsalter, den Berufen anpassen würde, sähe es ja anders aus. Man sieht ja schon, dass etwa in der Bundeswehr andere Altersgrenzen gelten. Aber jemand, der, sagen wir mal, 50 Jahre lang Krankenschwester oder Busfahrer sein muss, das ist dann ab einer bestimmten Schwelle gar nicht mehr zumutbar.